Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz zur Leiharbeit und Werkverträge wurde ja lautstark angekündigt. Dann haben wir aber lange auf den Referentenentwurf warten müssen. Kaum war er da, wurde er schon wieder zurückgezogen. Es wurde gestritten, neu verhandelt. Das Gesetz wurde zu einer unendlichen Geschichte. Jetzt liegt der Gesetzentwurf tatsächlich auf dem Tisch. Und das müsste ja eigentlich eine gute Nachricht sein. Aber nein, es ist keine gute Nachricht. Das Gesetz ist nichts anderes als eine Mogelpackung, denn es wird seiner eigenen Zielsetzung in keiner Weise gerecht. Wir haben allein bei der Leiharbeit vier wesentliche Kritikpunkte. Erstens, mit dem Gesetz sollen ja die Leiharbeitskräfte gestärkt werden und auch ihre Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Das ist bitter nötig, denn die Leiharbeitskräfte verdienen weniger als das Stammpersonal. Und erreichen möchte das Ministerin Nahles mit Equal Pay. Das hört sich gut an, doch gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es mit diesem Gesetz erst frühestens nach 9 Monaten und mit besonderen Tarifverträgen sogar nach 15 Monaten. Was hat das bitte mit der Realität zu tun? Wir alle hier wissen doch, dass 3/4 der Leiharbeitsverhältnisse nicht länger als 9 Monate dauern. Danach sind die Menschen entweder wieder arbeitslos oder aber sie sind schon wieder in der neuen Zeitberechnung bei einem anderen Entleihbetrieb. Und dennoch reden Sie von guter Arbeit, von einem fairen Lohn. Das ist wirklich dreist, denn von Equal Pay wird kaum jemand profitieren. Zweitens, Frau Ministerin, Sie versprechen auch, dass die Betriebe zukünftig eben nur zeitlich begrenzt, vorübergehend bei Auftragsspitzen Leiharbeit einsetzen können. Und deswegen wird ja die Höchstüberlastungsdauer eingeführt. Die gilt aber nur für die Leiharbeitskräfte. Sie dürfen nur noch 18 Monate vorübergehend in ein und demselben Betrieb eingesetzt werden. Die Betriebe können aber munter immer wieder neue wechselnde Leiharbeitskräfte auf dem gleichen Arbeitsplatz einsetzen. Das führt natürlich zu neuen Drehtüreffekten und das führt auch zu einem Personalkarussell, das sich dauerhaft drehen kann. Damit verkehrt sich die Zielsetzung in ihr Gegenteil. Das ist eindeutig eine Verschlechterung. Das ist Etikettenschwindel. Aus vorübergehend wird für die Betriebe dauerhaft. Und so wird der Missbrauch in der Leiharbeit nicht verhindert, sondern gesetzlich legitimiert. Und das geht gar nicht. Drittens. Die Höchstüberlastungsdauer kann mit einem Tarifvertrag mit den Einsatzbranchen verlängert werden, also unterschiedlich lang. Es gibt auch noch Betriebsvereinbarungen, maximal 24 Monate. Der öffentliche Dienst und auch kirchliche Einrichtungen können nochmals eigene Regelungen vereinbaren. Wer blickt da eigentlich zukünftig noch durch? Wie kann das alles überprüft werden und wer macht das eigentlich? Wie kommen die Leiharbeitskräfte zu ihrem Recht? Im Mittelpunkt stehen hier allein die Interessen der Wirtschaft und das ist einfach nicht fair. Viertens, mit dem Gesetz sollen Tarifverträge und die Sozialpartnerschaft gestärkt werden. Gleichzeitig erlaubt das Gesetz, dass auch nicht tariflich gebundene Betriebe durch Bezugnahme von der Höchstüberlastungsdauer von Equal Pay abweichen können und so von den Tarifverträgen profitieren. Und wie passt das zusammen mit der Bezugnahme? Befördern Sie doch glatt das Gegenteil. In diesem Gesetz laufen die Ziele und die Regelung so dermaßen auseinander. Das ist nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel. Sehr geehrte Regierungsfraktion, wir Grünen wollen im Gegensatz zu Ihnen tatsächlich den Missbrauch in der Leiharbeit verhindern und haben dafür eine einfache und zugleich effektive Lösung. Flexibilität hat ihren Preis. Leiharbeit muss sich für die Unternehmen, aber auch für die Leiharbeitskräfte auszahlen. Und deshalb fordern wir Equal Pay ab dem ersten Tag und einen Flexibilitätsbonus von 10%. Über den Preis macht dann Leiharbeit betriebswirtschaftlich auch nur noch vorübergehend Sinn, und zwar ganz ohne bürokratische Höchstüberlastungsdauer. Und so entsteht eine faire Balance zwischen den Interessen der Wirtschaft und auch den Interessen der Leiharbeitskräfte.
Diese Regelungen sind eindeutig, zielführend und vor allem gerecht. Zum Thema Werkverträge und dem neuen § 611a BGB brauche ich eigentlich gar nicht viel sagen. Es gibt keine Kriterien mehr und auch die Beweislastumkehr wurde rausverhandelt. Bei der Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Arbeit wird sich nicht viel verändern. Notwendig wären klare, an eine moderne Arbeitswelt angepasste Kriterien, die gezielt Scheinselbstständigkeit verhindert, aber die echten Selbstständigen in ihrer Tätigkeit nicht behindert, und diese Chance wurde einfach verpasst. Und ganz wichtig, mit dem Gesetz sollen ja auch diese zweifelhaften Werkvertragskonstruktionen und somit illegale Arbeitnehmerüberlassung verhindert werden. Und dabei geht es insbesondere um diesen Rettungsschirm mit der Verleiherlaubnis, der Unternehmen bei Scheinwerkverträgen vor Rechtsfolgen schützt. Und hier wird es richtig abenteuerlich und auch dreist. Der Rettungsschirm wird abgeschafft, das ist gut. Durch die Hintertür wird aber durch die Verzichtserklärung gleich wieder ein neuer Rettungsschirm eingeführt. Fremdfirmen halten ihre Beschäftigten zukünftig routinemäßig eine Verzichtserklärung unter die Nase. Ist diese Erklärung unterschrieben, dann verlieren die Werkvertragskräfte all ihre rechtlichen Ansprüche, denn sie können ja nicht mehr gegen illegale Leiharbeit klagen. Die Unternehmen aber sind wieder fein raus. Auch hier gilt, was als Reformvorhaben daherkommt, ist in Wirklichkeit die Legitimation vom Missbrauch von Werkverträgen. Das ist nichts anderes als Etikettenschwindel, und das kritisieren wir scharf. Wir Grünen fordern in unserem Antrag eindeutige Kriterien zur Abgrenzung von Leiharbeit und Werkverträgen, und zwar im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Wir wollen den Rettungsschirm tatsächlich abschaffen. Wir fordern auch mehr Mitbestimmung, konkret ein Zustimmungsverweigerungsrecht für die Betriebsräte. Und wir wollen auch ein Verbandsklagerecht. Das sind wirkungsvolle Maßnahmen, um den Missbrauch bei Werkverträgen tatsächlich zu verhindern. Mein Fazit ist also, das Gesetz verspricht viel, aber Anspruch und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Und ich sage es noch einmal, der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen wird nicht verhindert, sondern gesetzlich legitimiert. Das vorliegende Gesetz ist eine Mogelpackung. Gehen Sie zurück auf Start und sorgen Sie endlich für mehr Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Markus Paschke von der SPD-Fraktion das Wort.